Ja, und schon sind wir bei Video 48. Schön, dass ihr dabei seid. Freue mich. Es ist ein relativ wichtig und entscheidendes Video. Es geht nämlich, ich habe euch das ja schon angekündigt, es geht um die Reifen-Felgen-Kombination. Und ich finde Reifen-Felgen-Kombination oder auf jeden Fall die Felgen, naja, beides. Reifen-Felgen-Kombination ist recht entscheidend für die komplett entscheidend für die Wirkung des Fahrzeugs. Bei diesem Porsche hier, diese Modellreihe, habe ich die Auswahl eigentlich zwischen drei Felgenarten. Und zwar ist das die Chromfelge, die Stahlfelge in Chrom. Dann ist es die Stahlfelge in Silber. Und beide haben Chrom-Radkappen drauf. Und dann ist das die typische Fuchsfelge. Ich habe hin und her überlegt, nein, habe ich nicht. Ich bin nicht der Chromkappen-Typ-Fahrer. Das bin ich nicht. Folglich sind die Dinger gleich für mich gestorben gewesen. Und ich musste jetzt schauen, was ich mit den Fuchsfelgen mache. Jeder Porsche fährt Fuchsfelgen. Ich tendiere ja immer dazu, irgendwas anderes zu machen, aber es gibt nichts, meines Erachtens nichts Vernünftigeres als diese Fuchsfelgen. So, nun habe ich sie in einer anderen Farbe gesehen mal und habe mir gedacht, Mensch, das sieht doch ganz cool aus. Und ich möchte sie nicht in der Größenordnung 14 Zoll oder 15 Zoll, wie das ab Werk mal war, fahren, sondern ich möchte sie mindestens 16 Zoll fahren. 17 habe ich schon ausprobiert, es wird nichts, aber 16 Zoll könnte klappen und genau das werden wir jetzt ausprobieren. Es ist nicht ganz ohne, die Dinger da reinzukriegen, aber es ist machbar. Schaut es euch an, ich werde es euch zeigen. Außerdem werde ich euch dann noch, ich hatte auch darauf hingewiesen, werde ich euch noch die Geschichte mit dem 3D-Druck weiterhin erklären und auch dazu was zeigen. Was habe ich vor damit? Denn ich habe ihn mir nicht so zum Spielen gekauft, sondern ich möchte tatsächlich entscheidende Sachen damit herstellen. Ein eigenes Haubenemblem vielleicht, eine selbst kreierte, Narbenkappe für die Fuchsfelge vielleicht. Individuell gestaltet. Ich bin schon fix dabei. Schauen wir aber erstmal, was meine ersten Versuche so hergeben. Ich weiß gar nicht, ob meine Fantasie vielleicht ein bisschen zu weit vorausgeht. Vielleicht kriege ich das auch gar nicht hin. Wir werden sehen. Ich zeige euch mal, was ich geschafft habe. Bleibt dran, schaut zu. Wir sehen uns nachher nochmal. Ich habe mir jetzt Spurplatten bestellt. 7 mm. Das habe ich so von erfahrenen 912-Fahrern erfahren. Nachlesen können, dass wir hier was machen müssen, damit wir innen genug Freigang haben zum Stoßdämpfer. Die werde ich jetzt montieren heute. Außerdem werde ich das Fahrzeug runterholen, weil der Abstand hier ja nun nicht dem entspricht, wie er ihn nachher haben soll. Wir haben zwar noch nicht alles an Gewicht drin, aber ich muss ihn auf jeden Fall tiefer machen, um feststellen zu können, jetzt, ob der Reifen mit der Felge da nun rauf geht oder nicht. Denn ich muss da jetzt entscheiden, anhand dieses einen Reifen-Felgen-Kombination, ob ich die anderen drei auch bestelle und ob ich es wirklich wage, 16 Zoll Felgen zu montieren. Ja, und da möchte ich natürlich sicher sein, dass das auch alles Hand und Fuß hat, damit wir nachher bei der Abnahme keine Probleme bekommen. So, jetzt lege ich ihn vorne tiefer, ich lege ihn hinten entsprechend tiefer und dann können wir besser schauen.
So, jetzt habe ich hier mal die rechte Seite ja noch die Stahlfelge drauf. Und um diesen Abstand hier geht es. Da kriege ich hier nur meine Fingerspitze zwischen. Denke mal einen Zentimeter. Das ist also Originalzustand. So, jetzt gehen wir drüben mal gucken mit der Spurplatte. So, und hier jetzt mit der Fuchsfelge und der Platte habe ich, ja, ich gefühlstechnisch ein bisschen mehr Platz sogar. Ich kriege ein bisschen, aber gut, das sind vielleicht ein paar, vielleicht ein Millimeter mehr, keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht weniger. Und das ist ja schon mal das, was ich erreichen wollte. Wir haben hier also genug Platz. Und jetzt schauen wir mal außen. Ja, außen im unbelasteten Zustand. Ich finde, es ist noch zu hoch. Aber letztendlich, ja, der Reifen guckt nicht raus. Wir werden da gute Freigängigkeit haben, denke ich mal. So, ich habe jetzt den Deckel von der Drehschabfederung nochmal um einen Zahn verdreht. Nach unten verdreht. Und ich hoffe, dass wir hier jetzt ein besseres, optisch besseres Ergebnis dadurch erzielen. Ja, siehst du, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Ups. Geht sogar noch einer runter. Ja, das ist ja schon um einiges besser. Da kann man nicht meckern. Jetzt könnten wir ihn auch theoretisch noch ein bisschen höher. Ich glaube, er geht auch noch ein bisschen weiter runter. Aber die Bühne verhindert jetzt gerade, dass er noch weiter abzeigt. Aber dann können wir ihn wieder hochschrauben. Die Schraube liegt am Anschlag, sehr schön. Ja, ich denke mal, das ist schon einiges hübscher. Ne? So, ich habe jetzt die Räder so oft hin und her gewuppt und habe irgendwie das Gefühl, die sind mörderschwer, die Stahlfelgen. Mal gucken, ob er das hinkriegt. 17,6 die Stahlfelge. Die Alu 14,3. Also 3 Kilo Unterschied pro Rad. 3, 6, 9, 12 Kilo. Insgesamt, die wir sparen. Das ist schon heavy. Und das kennt bestimmt jeder von euch. Man ist ja total aufgeregt, wenn man sich was bestellt hat und es trudelt dann irgendwann ein. Die Felgen habe ich doch nicht bestellt, aber diese Radmuttern. Das sieht schon mal schick aus, ne? Schwarz auf schwarz. Ja, Aluminium. Und für einen halben Kurs, sag ich mal. Ich habe die überall nur gesehen für über 100 Euro. Und diese liegen hier bei 57 Euro. Ja, und obwohl es draußen arschkalt ist, werde ich mich jetzt kurz in die Garage begeben und mal schauen, ob die auch vom Gewinde her passen. Denn... Puh, wo steckt das hier? Das ist eine coole Aufnahme hier. Ja. Denn ich habe auch mir noch mal einen breiteren Reifen aufziehen lassen. Den 205er Reifen. Ich hatte mit dem 195er habe ich ja schon getestet. Aber ich habe mir von der Firma Boll noch mal den 205er Reifen aufziehen lassen. Also eine ausgelatschte Gurke. Und das will ich euch jetzt kurz mal zeigen, der Stiggi. Die macht man gar nicht rausnehmen, die Dinger hier. Schön. Huch. Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Drauf gehen sie. Das ist schon mal schick. Ja. Die werden nicht mit dem Schlagschrauber festgezogen, sondern per zu Fuß mit dem Schlüssel.
Ja, muss ich nochmal den richtigen Drehmoment erforschen. Und dann kann ich denn die anderen Felgen sind bestellt. Und wenn der 2,5er jetzt raufpasst und ich weiß, also jetzt bin mir sicher, welche Reifengröße passt, dann werde ich dort auch die entsprechenden Reifen bestellen und dann werde ich die Felgen beziehen lassen. Ja, dann bin ich in Sachen Reifen, bin ich dann auch durch. So, da ist er. Ups, da ist er. Wo ist er? Da ist er. 205, wo sind wir? Da, 205, 55, R16, 91V. Das ist jetzt nur ein alter Reifen zum Testen. Das hat jetzt mit Profil und so noch gar nichts zu tun. Und ich werde den jetzt nochmal auf alle vier, die Möglichkeiten am Fahrzeug aufziehen, das Fahrzeug ablassen, die Abstände überall prüfen und schauen, ob wir den 2,5er draufkriegen. Weil dafür letztendlich habe ich auch ein Gutachten über die Felge mit der Reifenbreite, ja, mit der Reifenkombination. So. 195 wäre ist eine Reifenkombination, die so nicht im Gutachten steht. Das müsste dann der Prüfer entscheiden, ob das klappt oder nicht. Ob das gut ist, ob das genehmigt wird oder nicht. So. Jetzt will ich nochmal gucken, ob die Alumottern darauf passen. Einmal vorsichtig die Muttern, die neuen Lackmuttern. Aber ich werde sie. Das ist so eine Sache hier mit dem Festschrauben und ohne den Lack zu beschädigen. Ja. So, aber es sieht schon schicki aus. Ja, dann schon nicht. So, mir geht es ja darum, um zu sehen, ob der 2,5er Reifen auch hier in die Karosse passt. Das will ich jetzt heute noch mal kurz ausprobieren. Reifenhändler sagt, also es gibt sich nicht großartig viel, weil letztendlich die Felge den Reifen wieder zusammenzieht. Ne? Man müsste schon eine breitere Felge fahren, um dann auch die Gesamtbreite von so einem 2,5er komplett zur Geltung kommen zu lassen. Aber noch breiter will ich nicht. Das Gutachten, im Gutachten steht nur diese Reifengröße drin und ich würde vielleicht weniger Schwierigkeiten bekommen, mit dieser Reifengröße, die auch im Gutachten steht, als wie die 195er. Da müsste man dann erst rechnen, ob das alles so hinhaut und so weiter. Naja, gut. Deswegen jetzt einmal kurz gucken. So, hinten muss ich zum Schwert. Da ist die Schraube. Das wird eng. Das ist scheiße. Das ist. Welche ist das? Die nach vorne. Muss ich direkt mal untergucken. So, die beiden hier, also eher diese. Diese macht Schwierigkeiten. Und die ist für die Anstellung. Richtig, mal gucken, ob wir die flach machen können. So. Ja, das ist natürlich, die wird benötigt zum Einstellen der Achse durch den versetzten Zapfen hier. Schiebt man die nach hinten und nach vorne, glaube ich, nach hinten und nach vorne. So, jo. Dann könnte man natürlich etwas flachere Muttern nehmen. Die sind dann nur halb so stark. Das Gewinde dementsprechend kürzen, die Schraube kürzen, sodass wir 5 mm weiter
reinkommen. Ja, ja, es ist jetzt alles von hin und her gedeckt. Ich muss mal schauen, ich glaube. So, ich habe jetzt gerade das andere Rad abgemacht von der linken Seite und wir sehen hier, dass hier schon eine flachere Mutter drauf ist. Also drüben auf der rechten Seite wird vermutlich, habe ich die falsche Mutter genommen. Habe natürlich da auch gar nicht dran gedacht, dass sowas hier passieren kann. Ich werde für den auch noch eine besorgen. Das heißt, ich werde vier Muttern besorgen, die flach sind. Und werde die Gewinde aber auch dann noch kürzen, logischerweise. Denn alles, was übersteht, hat ja eigentlich keinen Sinn. Ja, und dann sind wir da auch auf der sicheren Seite bezüglich des Reifens, dass der da jetzt nicht aufgeschlitzt werden kann. Ne? Vielleicht werde ich das Ende der Muttern nochmal so abdrehen lassen, etwas rund abdrehen lassen, damit da auf keinen Fall irgendwas passiert. Dass ich erstmal horche, falls es, oder hören kann, falls es Kontakt bekommt und dass nicht gleich der Reifen aufgeschlitzt wird. Das wäre bei 150, 160, 170, 210 km/h wäre das verheerend. 210. Richtig? So. So, ich möchte euch jetzt hier mal mein neuestes Spielzeug vorstellen. Ich habe ja gerade Urlaub, dann will ich hier die Bude, deswegen bin ich auch an der anderen Ecke hier. Aber nichtsdestotrotz möchte ich da, ich bin immer ganz heiß drauf, wenn ich was Neues habe, dass ich das auch in irgendeiner Form kapiere und mache. Das ist aber nicht so einfach. Ich habe mir einen 3D-Drucker gekauft, weil ich beabsichtige, mein Logo zu drucken. Und das wollte ich dann auf dem Auto aufbringen und so. Dafür war das, ist das eigentlich gedacht. Die Grundidee stammt daher. Nun ist das aber alles nicht so einfach und ich habe ja auch keinen Klassenkamerad, der mir das erklären kann. Ich muss das alles nachforschen und da hilft mir wieder YouTube ungemein. Da gibt es immer wieder Leute, die das Ganze erklären, Tutorials. Und danach arbeite ich so. Es dauert ein bisschen länger, ich switche dann immer zwischen den beiden Bildschirmen her, gucke mir das an, wie er das macht, klick um, mach das selber dann und so weiter. So versuche ich Schritt für Schritt irgendwie zu meinem Ziel zu kommen. Das ist nicht so ganz einfach. Ich habe mir das viel einfacher vorgestellt. Das ist ja mein Logo hier. Und das muss mit Hilfe, das ist ja nur eine 2D-Zeichnung, und das muss jetzt mit Hilfe von mehreren Programmen umgewandelt werden. Blablabla. So, ich muss dann in dieses Programm rein hier öffnen. FK-Logo. In diesem Programm wird das von 2D, ja, ich weiß gar nicht, wie man das heißt, mit einem Pfad, irgendwie umgewandelt. Und dann kann ich das jetzt in dem nächsten Programm verwenden. Ja, so, dann kann ich hier in dieses Programm rein, das ist FreeCAD. Und hier habe ich jetzt das Logo schon drauf. So, und jetzt habe ich das tatsächlich schon, zack, wenn ich es doppelt anklicke, dann ist es grün, das heißt, es ist eine Einheit. Das Problem, was noch besteht, ist das A. Ich habe hier den Ausschnitt noch nicht Kreis rausgekriegt. Das haben die beim Herstellen des Schriftzug, haben die irgendwie mehrere Teile draus gemacht oder eins. Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nicht kapiert. Und ich muss da ja von hier, von diesem Programm, muss ich in dieses Cura. Das ist das Programm für den 3D-Drucker. Dieses Programm baut die 3D-Zeichnung so um, dass der Drucker kapiert, was er machen soll. So habe ich das verstanden. Denn alles ist ja nicht so einfach. Das Ding wird ja auch nicht im Vollen ausgedruckt oder man kann es jedenfalls einstellen, ja, wie es gedruckt wird. Da sind ja Hohlräume drin oder auch nicht. Kleine, große Hohlräume. Das stellt man alles in diesem Programm ein. Jetzt habe ich das von diesem Programm auf die Karte gespeichert. So ist das. Und jetzt gehen wir zum 3D-Drucker. Also ihr seht schon an meiner Erklärung, das ist doch nicht so einfach, wie ich mir das gedacht habe. Und ich als totaler Laie hier in dieser Beziehung, ja, es war für mich ein Trip, der ging über Tage, Wochen. Ich weiß nicht, wie oft ich hier an dieser Kiste hing, bis ich das alles verstanden habe, bis zu diesem Zeitpunkt. Und jetzt kann es eventuell sein, dass es gedruckt wird. Bis auf das blöde A. Aber das kriege ich dann auch noch irgendwann hin. Nur ich muss jetzt erstmal gucken, ob es überhaupt was wird. So wie ich mir das vorstelle. Ne? Soll ja ein Schriftzug werden für den Porsche. Und für die anderen auch. So, das ist das monströse Gerät.
Das nennt sich Filament. Das ist der Kunststoff, mit dem gedruckt wird. Hier oben geht er rüber, zack, kommt ein Komotten raus. Diese Platte wird erwärmt und hier auf der Platte wird das Zeug nachher gebastelt. So, ich kann das hier sehen. Er heizt jetzt auf 60 Grad erstmal die Platte vor. Und jetzt heizt er die Düse auf 200 Grad. Und wenn er das erreicht hat, dann legt er hoffentlich los, ne? Mal gucken. So, jetzt hat er auch die 200 Grad an der Düse erreicht. Ah, es tut sich was. Wie aus Geisterhand. Das ist ja faszinierend. Scheiße, der stand zu dicht an der Wand. Aber hoffentlich habe ich da jetzt nicht ein Problem mit geschaffen. Er hat erstmal eine Umrandung, druckt er erst von dem Ganzen. Und jetzt fängt er an, den Schriftzug zu drücken. Oh, ob das jetzt so was wird? Oh, ich glaube, das wird noch nicht so richtig was. Naja, ein bisschen kann man sehen. Ja, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber da stimmt irgendwas noch nicht richtig. Noch nicht ganz. Ja, wir lassen ihn mal drucken und schauen, was draus wird. Aber so ein bisschen, so im Groben kann man das schon erkennen, ne? Ja, das ist mein erster 3D-Druck vom Logo. Ja, jetzt muss ich noch irgendwie gucken, wie ich das A hier ausgeschnitten bekomme. Da werde ich mich demnächst drum kümmern. Aber für mich war ja wichtig, mal zu sehen, ob das überhaupt so funktioniert, weil letztendlich hier unten diese Verbindung musste ich ja schaffen, damit das A nicht in der Luft hält. So kann ich das jetzt trennen. So, mal schauen, ob ich das heil abkriege. Das sieht sehr gut aus. So, da ist es. Ja, das ist jetzt so die 3D-Welt, die ich erforschen muss. Ich habe gerade eine kleine Lieferung wieder gekriegt vom Postboten. So, und diese ging um diese Muttern, die beim Axtschwert hinten ein bisschen zu weit rausragen. Auf der einen Seite jedenfalls. Auf der anderen Seite habe ich gesehen, war diese hier, diese Mutter drauf. Das ist wahrscheinlich die originale, weil es ist eine schmale. Und wo sind die anderen? Ja, das sind die Decken und das sind eben halt die schmalen. Da ist schon ein Unterschied von, na, das sind ein paar Millimeter, wollen wir mal eben schauen ganz kurz. Das ist natürlich selbstsichernde Mutter hier, das ist 12 und die schmale, die ist 7. Ja, die hat auch auf der einen Seite das. Ich darf immer nicht so dicht rangehen, glaube ich. Auf der einen Seite sind die Ecken abgerundet. Das kommt mir natürlich entgegen, wenn ich die richtig rum aufmache und hier der Reifen läuft. Sollte er mal scheuern, haut er nicht gleich an so einer scharfen Kante. Er wird aber nicht scheuern. Auf keinen Fall. Jetzt müssen die nur noch passen. Ja. M12 x 1,5. Eine ganze Kiste voll hier gleich bestellt, weil das Axtschwert hat ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schrauben. Und die wirklich stören im Bereich, die werde ich neu machen. Und naja, man kann nie genug Schrauben haben. Muttern, Schrauben. Ich markiere mir jetzt hier die Stelle an der Schraube, die übersteht. Und dann werde ich das Stück abflexen und dann andere Seite auch und gut ist. So, Kika, dann habt ihr das hier schön bündig und haben gut, ich sag mal so 3 mm, 4 mm, dann doch nochmal
mehr Sicherheit geschaffen. Also ich hatte vorher, ich konnte es nicht richtig sehen, aber ich denke mal so um die knapp 5 mm Abstand. Jetzt habe ich 8 mm Abstand, 9 eventuell, so schätze ich mal. Ich werde es nachher nochmal aufsetzen, das gerade nochmal versuchen zu messen. So, jetzt kann man die beiden Muttern sehen und den Reifen. Und da sind jetzt, ja gut, das ist ein guter Zentimeter, wenn ich das mal versuchen hier so betrachten kann. Luft. Das reicht allemal. Ja, ich habe jetzt die restlichen drei Felgen nochmal ausgepackt und kontrolliert vom Zustand her. Die sind unheimlich toll eingepackt hier. So, alles gut und die sind auch überhaupt nicht beschädigt. Absolut top Ware. Das Ganze habe ich bei dem Rana, seinen Shop, Rana mit Doppel A. Ich lege euch mal so einen Link hier unter das Video. Lager 190 nennen die sich, GmbH. Dort habe ich die Dinger bestellt. Und da gibt es überwiegend VW-Teile, aber auch für andere luftgekühlte Fahrzeuge hat er Teile auf Lager. Und er hat auch solche Felgen, so spezielle Geschichten noch ein bisschen im Angebot. Und deswegen, ja, guckt ruhig mal drauf, wenn ihr so ein luftgekühltes Fahrzeug fahrt. Es lohnt sich. Ne? Ja, die Felgen werde ich jetzt auf den Dachboden bei mir packen, weil wir haben jetzt Winterzeit. Der Reifenhändler, der Christian Boll in Trittau, der steckt natürlich voll im Wintergeschäft jetzt und muss die Winterreifen aufziehen. Der möchte mich jetzt nicht unbedingt sehen, denke ich mal, mit meinen Latschen. Die haben ja noch Zeit. Und im Januar habe ich dann einen Termin bei ihm. Er kommt aber nochmal hier in meine Garage. Der hat nämlich interessante Sachen von wegen Politur und wie heißen diese komischen Mikrofasertücher. Ja, da ist er, hat er irgendwie was Tolles aus den Staaten. Das will er mir mal zeigen. Und das machen wir nochmal irgendwann, hoffe ich, dass er hierher kommt und mir dann mal vorführt, was er da für tolle Sachen hat. Weil an meinem Fahrzeug wäre natürlich noch so ein bisschen was zu polieren. Ne? Das, also ich habe es einmal durch. Poliert und es sind noch Kleinigkeiten zu sehen und da kann er vielleicht mit seiner Top-Politur noch mal zeigen, was er kann. Ja, das war es erstmal in Sachen Rädern. Jetzt können wir an den anderen Problemen weitermachen. Ja, ihr habt gesehen, ich habe es nicht ganz einfach. Ich habe leichte Probleme mit diesem Computerprogramm. Es ist schwierig für mich, das alles zu lernen, aber ich habe mir das nun mal in den Kopf gesetzt und ich werde es versuchen. Es ist scheißegal, wie lange ich dafür brauche, ich werde es versuchen. Ist leider mein Problem, ich will immer alles selber machen, ich möchte es nicht machen lassen. Ich könnte es auch anfertigen lassen, aber ich habe auch gesucht nach Leuten, die mit 3D-Druck und so richtig engagierte Menschen habe ich da nicht gefunden. Weil es letztendlich ja nicht die große Marie zu machen ist bei mir. So, das ist aber, naja, deswegen mache ich es halt selber. So, im nächsten Video, ich habe mich ja nun entschieden, in welche Richtung das geht. Es geht in die sportliche Richtung mit dem Auto. Ich habe lange mit mir gehadert, wusste nicht genau, aber da vieles ja an dem Auto nicht original ist, aus Kostengründen, habe ich gesagt, zur Scheiß drauf, dann machen wir das eben halt so wieder, wie ich es gerne haben möchte. Na, das habe ich schon öfter erzählt. Ja, so mache ich es einfach. Ja, und im nächsten Video geht es um das sportliche Interieur. Also um den Innenraum. Lenkrad, Verkleidung. Was können wir noch machen? Sitze. Details. Wie gesagt, mit dem 3D-Drucker will ich dann Sachen herstellen, die da irgendwie integriert werden und so weiter. Das gibt noch so viel. Leider. Tut mir leid, werden noch einige Folgen werden, bis dieser Porsche dann fertig ist. Meine Ideen, die habe ich ja hier schon. Hier ist meine Ideentafel. Immer wenn ich irgendwas sehe in irgendeiner Zeitschrift, dann schneide ich mir das aus, reiße das raus und dann hänge ich mir das ran. Ich möchte mir mal so ein Moped bauen hier. Ich habe auch noch andere Geschichten, die ich bauen möchte für Porsche und für Käfer. Also wir werden nach Fertigstellung des Porsches noch einiges an Tüdelkram von mir sehen können. So,
Ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video dabei. Das ist der Nummer 49. 6 aus 49. So, schönen Dank, viel Spaß, bis dann. Ciao, euer Frankie. Na dann, bis zum nächsten Mal. Grigutski.